So, und da sind wir wieder in Splatville, ein neuer Tag. Und wir haben natürlich einen Job zu erledigen. Es geht wieder auf zum Salmon Run. Wir haben hier ein paar Eier zu verdienen, ja, ein paar Eier einzusammeln, vor allem goldene Eier. Und diesmal weiß ich natürlich den Weg direkt. So, hier geht's rein. Und wir sind immer noch, das heißt immer noch, wir sind jetzt Teilzeitkraft und wir wollen uns hocharbeiten zur nächsten Kraft. Aber zuerst gucken wir uns mal die Belohnungen an. Das ist noch nicht besonders viel, was wir hier abholen können. Habe ja auch erst angefangen und ich sehe hier, ich habe ja fast vergessen zu erwähnen, dass wir neue Ware reinbekommen haben. Und jetzt habe ich auch rausgefunden, wo man die, wo man neue Outfits bekommt. Natürlich andere Arbeitsklamotten, dass die auch anders aussehen. Die kosten natürlich was. Wir müssen uns hier Schuppen verdienen. Es gibt Bronze-, Silber- und Goldschuppen. Momentan habe ich nur 8 Bronzeschuppen und das war's. Dafür kriegt man natürlich noch nichts. Natürlich Gummistiefel und so. Da müssen wir uns noch einige Spielstunden dann holen. Aufruf hier an die Gumbels, an die Wölfe und so weiter. Bin natürlich bereit für Salmon Run für mehrere Stunden hier zu spielen, um sich das hier alles auszuholen. Auch Aufkleber. Ich glaube, damit kann man dann den Spind dann aufmöbeln. Und ich glaube, dass der Spind vom Salmon Run, also hier in der GmbH, dann aufmöbelbar ist, den man da hinten neben der Waschmaschine sehen kann. Ja, soweit, so gut. Und das ist natürlich jetzt ein Projekt, wo mehr wie ein Video, mehr wie eine Stunde dauern wird. Melden wir uns gleich an zur Arbeit. Natürlich wieder als Selbstständiger, weil es sind momentan, ist es kein Team, beziehungsweise kein Freundschaftsmodus. Hier natürlich auch eine Frage an die Kumpels. Wenn wir in den Teammodus gehen, in den Freundschaftsmodus gehen, ob ich dann euch auch aufzeichnen kann, also eure Stimmen aus dem Discord. Schiffswrackinsel ist heute gefragt und natürlich der epische Abstieg aus dem Helikopter. Wieder rein ins Spiel. Ist das hier eine Gabel und ein Löffel? Cool. So. Und unsere erste Welle beginnt in 1-0 los. Der Bus Salmonit ist schon aufgetaucht, ja. Und es gilt jetzt, Eier zu sammeln. Und natürlich von Salmo schon erledigt. Wie soll es anders sein? Es wird angezeigt, dass der Boss Salmonit da ist. Wie gesagt, nur mit ihm bekommen wir die Hey! Die können auch den Fahrstuhl benutzen? Tja, aber Lott. Das war natürlich nicht so ausgemacht. Und hier sind schon goldene Eier zum Einsammeln. Hey, lass mich auch noch hoch. Den Fahrstuhl für alle, die es nicht kennen oder vielleicht schon vergessen haben, den Fahrstuhl kann man natürlich aktivieren durch den Ventilator. Und hier ist ein Boss-Salmonit vom Turm. So, jetzt das Ei einsammeln, ohne ins Wasser zu fallen. Und ohne weggesplattet zu werden. So, die Quote ist gleich erfüllt. Das sieht schon mal gut aus. Hintergrund ein Helikopter. So, Quote ist erfüllt. Sehr, sehr gut. Ich habe vergessen, wie man die Kühlbombe schmeißt. Ja, ich will sie doch werfen. Achso, da steht. Ja, Kip muss mal wieder lernen, welche Knöpfe er drücken muss. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit den vier Knöpfen da. So, Welle 2 geht los.
Und ja, das ist natürlich mal wieder eine 1A-Leistung. Man denkt, Hilfe! Oh, wir sind sogar zu zweit. Man denkt, man kann da runterspringen und dann springt man natürlich direkt ins Wasser. So, oh, ich hab's mal ausnahmsweise auf den Turm geschafft und gleich auch wieder runtergesprungen. Um hier das Karussell hier zu beenden. So, goldene Eier. Also, nein, nicht wieder da runter. Wie? Hallo? Ein bisschen frech hier. Wir wollen doch bloß eure Eier einsammeln. Oh, oh nein, nicht schon wieder die Schlange. Die muss man von hinten erwischen. Oder die kann man nur von hinten erwischen. Jetzt kommt natürlich noch einer in die Quere, das ist ja klar. Und erledigt. Toll. Aber was wäre man ohne sein Team? So, die Quote ist gleich erfüllt. So, die Quote ist erfüllt. Jetzt heißt es... toll. Was machen die auch? Eine Brücke, über die man nicht drüber glitschen kann. Da hat der Herr Bär aber jetzt hier nicht gut gebaut. Ich nehme mal an, dass Herr Bär das alles gebaut hat. So. Schön ausweichen. Die Kühlbombe werfen. Jawohl, 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 jawohl. Aber jetzt ist es ja eh... um. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal weggesplattet werden. Nee, Ende der Welle 2. Ei, 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 kommt zu Papa Bär, ihr Schätzchen. Und ihr da? Ja. Jetzt haben wir den Turbo Blaster. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, dass der Salmon Run ziemlich gut geeignet ist, um Waffen mal auszutesten, die man vielleicht sonst gar nicht so... gut, das war das Glück. Die man sonst vielleicht gar nicht so benutzen würde. Und der hat ja eine richtig, richtig, richtig große Reichweite, sehe ich gerade. Von dem bin ich schon oft im Revierkampf weggesplattet worden, fällt mir ein. Turbo Blaster wäre vielleicht mal wert, den sich zuzulegen. Für den Revierkampf. Oh nein, letzter Spieler, sind wir jetzt gleich weg vom Fenster. Ich hoffe nicht. Oh oh, das wird knapp. Das wird knapp. Oh, ich will hier an die Eier rankommen. Oh, 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 oh. Da flattert noch einer rum. Hallo, der klaut hier die Eier. Hä, wo ist denn der jetzt hin? Oh nein, und es kommt natürlich mal wieder die Stahlschlange. Oh, es... Oh je, oh je, oh je, jetzt kommst du knübeldick. Jetzt kommst du knübeldick. Jetzt heißt es Eier einsammeln. Aber gut, gut geschafft. Gut erledigt. So, die Salmen, die muss man hier erstmal alle weg. Oh, das sind ja Fliegen dabei, sehe ich gerade. Und Goldeier einsammeln. Jetzt rennt einem natürlich hier nicht die ganzen Tierchen hier im Weg. In Quere kommen. Oh ja, es liegen genug Goldeier rum. Das ist locker zu schaffen. Wie gesagt, man darf, das Team darf sich halt nicht komplett wegsplatten lassen, weil dann ist auch das Spiel verloren, auch wenn die Eierquoten, also die Goldeierquote erfüllt ist. So, Feierabend. Wie sieht's aus? Endstand? Ja, kann man ja nicht meckern. 31 Stück insgesamt. Oh, es war sogar in einer disconnected. Tüchtig, tüchtig. Das lobe ich mir. Jawohl. Es war sogar einer disconnected, sehe ich gerade. Und wir haben trotzdem gewonnen. Oder haben es trotzdem noch zu Ende gebracht. Vielleicht schaffen wir es heute noch. Auf jeden Fall gibt es wieder Bett, Bonuspunkte. Und natürlich spielen wir noch eine Runde weiter. Gibt übrigens noch ein anderes neues Video auf diesem Kanal aus der neuen Rubrik Splatoon Collection, wo ich meine Splatoon Mangas und Amiibos zeige.
Das ist jetzt noch nicht besonders viel. Ich habe auch noch nicht eine komplette Manga-Sammlung der Splatoon-Mangas. Die Meinungen zu den Splatoon-Mangas gehen ja auseinander und sagen, naja, es ist was fürs Regal. Nicht für die Sammlung, weil jetzt die Story ziemlich flach ist, aber jetzt sind wir mal ehrlich, also Splatoon ist ja jetzt nicht Neon Genesis Evangelion oder so. Deswegen dürfen die Mangas ja auch ruhig platt und lustig sein. So, wir sind wieder auf der Schiffswrackinsel. Wer ist noch in der Mac? Foso und wer war der vierte? Naja, egal. Welche Waffe haben wir? Den Flex-Roller. So, nicht wieder auf der anderen Seite runter ins Wasser springen. Sondern vorsorglich mal alles einfärben. Dann haben es auch die Gegner, also die Salmoniten, auch schwer. Die müssen ja dann auch erstmal ihren Weg hier einsplätten, wenn sie da uns in die Quere kommen wollen. So, wo... Wo gibt's was zu tun? Hallo! Ah, wir müssen... Ah, darunter. Darunter muss ich. Oh, da sind ja auch schon Goldeier am Start. So, und ich will natürlich einsammeln. Oh, der Weg ist ganz schön weit wieder. Aber das macht ja nichts. Ich klitsch natürlich durch, das ist klar. So, lasst mich doch jetzt mal meinen Job machen. Ah, toll. Pfandit. Vom Pfandit erledigt. Super. Was ich gut finde, ist, dass man das Goldei... Jetzt ist das schon wieder. Dass man das Goldei behalten kann, auch wenn man weggesplattet ist und wenn man dann mit dem Rettungsring unterwegs ist. So, das hast du jetzt davon. Weil das wäre sehr blöd, wenn man dann das Goldei verlieren könnte. Verlieren würde. Oh Mann, ey, was ist denn heute los? Ich will doch hier. Ich will doch bloß mein Goldei abliefern. Und jetzt sind hier überall Gegner. Eieiei. So, die Quote ist erfüllt. Und was hat Kip geschafft? Ein Ei. Ha. Na super. Das war ja mal wieder eine tolle Hilfe. Und hier ist auch jemand weg und natürlich zu wenig Tinte. Aber ja, geschafft. Hauptsache geschafft. Weiter geht's mit dem Undercover. Also mit diesem Regenschirmsplatter. Mit dem ich am wenigsten zu tun hatte. Ich glaube, ich habe mir den auch nie gekauft. Weder in Splatoon 1 noch 2. Mit dem Splatoon 1 habe ich ja am wenigsten zu tun. Es wäre mal ganz lustig, so eine Splatoon 1 Staffel zu machen, weil da so richtig durch zu grinden und hier mal ein bisschen Splatoon 1 Nostalgie schwelgen zu lassen. Weil man muss bedenken, auch wenn die Wii U ja nicht sehr erfolgreich war und aber mit Splatoon immer noch am erfolgreichsten war und Splatoon 1. Ja, natürlich. Muss man halt alles nachholen. So, hier gibt es wieder Goldeier. Ei. Und sieht hier alles ein bisschen aus wie Eigelb. Erinnert mich an Eierlikör. Eigelb. Erinnert sich noch jemand an das Splatfest Eigelb gegen Eiweiß? Dieser. Na, jetzt hat er mich runtergeschmissen. Ins Wasser. Toll. Dankeschön. Da? Nee, er ist nicht da. Super. So, der Ton ist wieder da. OBS hat jetzt gerade gemeldet. Hallo, haben Sie ein Mikrofon angeschlossen? Das fällt dir jetzt erst ein. Toll. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich vielleicht schon hier Stummfilm spiele. Egal, ich lasse es jetzt einfach so drin. Hier ist richtig ordentlich Chaos von Brocken erledigt. Ah ja, toll. Der Brocken. Und in letzter Sekunde auch noch die Quote erfüllt und ein Spieler übrig. Boah, das war echt knapp. Aber wie heißt es? Knapp vorbei ist auch daneben, aber knapp gewonnen ist auch gewonnen. Und wir haben in der letzten Welle den Turbo Blaster. Jawoll.
Und es geht richtig zur Sache wieder. Ein Riesentornado. Er saugt 12 Minuten auf und spuckt sie auf. Also, wie ich im letzten Video schon vermutet habe, der Tornado hier, das ist kein Sharknado, sondern ein Salmonado. Ja, Grüße gehen raus an Schleferz. Und das sorgt dafür, dass es hier Salmoniten regnet. Und wir sind praktisch Finn Shepard hier, der jetzt hier für Ordnung wieder sorgen muss. Und wir haben wieder doppelte Bewertung. Doppelt. Jawohl. Das heißt, jedes Eis doppelt so viel wert, wenn es eingesammelt wird. Und wir haben hier fleißige Helfer, die uns hier die Eier auch noch hochwerfen. Vielen Dank. Das ist echte Teamarbeit. So erfüllt sich die Quote und so können wir... Oh, mit dem Turboblaster kann man echt weit splatten. Das gefällt mir. Super. Oh na, hier an die Wand kann man leider nicht hoch, weil man sie nicht einfärben kann. Voll viel Zeit hier jetzt einen echten Rekord hier zu meistern. Echt super. Zack. Ja, cool, cool, cool. Die Kühlpumpe brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist richtig cool hier. Wir haben die Quote mehr wie erfüllt. Richtig nice. Jawohl, da darf man sich auch mal freuen. So, letzte Welle geschafft. Super. Gruppenfoto, Feierabend, zieht euch zurück in den Heli. Das war eine richtig gute Runde. Hier haben wir voll abgeschottert. 44 Stück. Ja, da kann man nicht klagen. Das stimmt. Und weiter geht's tüchtig, tüchtig. Dann in die nächste Runde. Ja. Fast geschafft. Was ist eigentlich, kommt eigentlich nach der Teilzeitkraft? Das sehen wir dann gleich. Bleiben Sie dran. Dieser Turboblaster gefällt mir. Den lege ich mir zu. Den muss ich dann unbedingt im Revierkampf ausprobieren. Klack. So, ab an die Arbeit. So, und der epische Abstieg aus dem Heli. Ihr wisst ja, den liebe ich ganz besonders. Auf die Schiffswrack. Dingens. Und wir haben eine richtig schöne Farbe mit Wannenschwabber. So, gleich geht's weiter. Moment. So. Erste Welle. Oh, eine richtig tolle Farbe. Der Korb ist bereit. Jawohl. Eine richtig schöne Farbe. Und als Ultiwaffe haben wir den Krabbenpanzer. Und es ist dieser Blubberschwabber. Der hat auch eine... Schaut doch mal an. Boah, eine voll große Reichweite. Na, von dem bin ich im Revierkampf schon oft richtig übel weggesplattet worden. Aus wirklich großer Entfernung. Jetzt weiß ich auch warum. Muss ich unbedingt auch für einen Revierkampf mir zulegen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es gibt ja Hardcore-Gamer, die wirklich alles aus dem Spiel brauchen. Wo wirklich jede Waffe kaufen, jedes Outfit und so weiter und so fort. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, sofern Zuschauer da sind. Seid ihr auch der Meinung, man muss alles haben? Oder wollt ihr euch, oder seid ihr so jemand, wo sich eher spezialisiert auf etwas und eher da investiert? Weil es ist ja, es kommen ja schon ordentlich viel Spielzeit dann auch zusammen, dass man auch sich Dinge leisten kann und kaufen kann. Weil, na platsch, natürlich rein ins Wasser. Ich bin da so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, ja, es wäre schon cool, so viel wie möglich sich aus dem Spiel zu leisten, zu kaufen, also alle Waffen und so weiter, damit man es halt in der Sammlung hat. Ui, jetzt bin ich aber ordentlich weggesplattet worden. Gut, Quote ist erfüllt. Auf der anderen Seite kommen eben auch ordentlich viel Spielzeit zusammen und wenn man nicht so viel Zeit hat und halt auch noch andere Projekte am Start hat, ist das ein bisschen schwierig. Wobei ich mich jetzt auf dem Kanal
ein bisschen spezialisieren möchte, also auf Splatoon und auf Science-Fiction-Games. Und da ist momentan Destroy All Humans am Start. Oh, jetzt kommt der Nebel. Jetzt kommt der Nebel. Ach du Schande, die Sicht ist echt schlecht. Ich sehe gar nicht, wo ich hin muss. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Übrigens, wie ich zum allerersten Mal in meinem Leben Salmon Run gespielt habe, bin ich gleich in diesen Nebel reingeworfen worden. Also praktisch ins kalte Wasser, in den kalten Nebel. Und jetzt weiß ich irgendwie, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen planlos. Der Krabbenpanzer vom Stapler weg. Weil ich nichts sehe und ich glaube, den anderen geht es genauso. Die sehen auch irgendwie nichts. Hier in diesem Nebel, in diesem Dunst. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich glaube, jetzt werden wir eingeseift. Und der letzte Spieler ist weggesplattet und das war's. Leider verloren. Alle hinüber. Gut, 12 Goldfische, Goldeier und 979 normale Eier. Naja. Das war irgendwie. Gibt's ja noch Schlechtwettergeld von Herrn Bär? Schade, ja, wirklich schade. Oma wird degradiert. Schade, schade, schade. Aber ich glaube, wir lassen es für heute mal. Die Stufe kann und auch Katalogstufe wird erhöht. Also die Katalogstufe geht. Das fließt in die Katalogstufe hier mit rein. Ja, was wollte ich jetzt noch abschließend sagen? Auf dem Kanal will ich mich hauptsächlich für Splatoon und für Science-Fiction-Games erstmal spezialisieren. So Story-Games, so wie zum Beispiel Endbully oder auch Ori und so weiter. Das sieht man dann, weil ich will jetzt mich hauptsächlich, ich will nicht ein paar Kisten hier gleichzeitig aufmachen, sondern apropos Kiste, hier kann man auch Sachen nachgucken, Statistiken. Code eingeben, Schichtszenarien und über Eingabe eines Codes, okay. Ja, da gibt es ja noch jede Menge zu erkunden. Hier kann man auch die Waffe wechseln. Ah, hier kann man die Waffe wechseln, aber nur für den Übungsmodus, denke ich mal. Ja, wunderbar. Das soll es dann gewesen sein aus dem Salmon Run. Ob die Waschmaschine auch eine Funktion hat? Nee. Die steht hier nur zur Zierde. Aber hier kann man auch komplett den Spind, glaube ich, umdekorieren und so weiter und so fort. Also es ist nochmal ein eigenes Dings für sich. Ja. Super. Mit Freunden, ja. Gut, das soll es dann gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich mache für heute erstmal, das ist nicht der Ausgang, wo geht's da in den Kühlraum? Ich mache für heute erstmal Feierabend. Bis dann. Keep Supernova over and out.